Hallo und herzlich willkommen. Heute ist das große Thema, was kann ich als Freiberufler oder ihr als Freiberufler oder Selbstständige, also nicht bilanzierungspflichtige Gewerbetreibende, jetzt noch machen bis Jahresende, um irgendwie Steuern zu sparen? Das ist eine Frage, die bekomme ich selbstverständlich gerade jetzt so Ende November relativ häufig und natürlich auch alle meinen ganzen Kollegen relativ häufig. Und deswegen dachte ich, machen wir das einfach mal in diesem Format und schauen uns die einzelnen Punkte ein. Steueroptimierung zum Jahresende für Freiberufler. Es müssen jetzt nicht alle Leute gehen, die einen Gewerbeschein haben, weil sie ja kein Freiberufler sind. Das wäre Quatsch. Aber tatsächlich habe ich die Frage vorher ein paar Mal bekommen. Dieses Webinar ist tatsächlich jetzt speziell, ich gehe auf Dinge ein, die speziell relevant sind für Leute, die eine Einnahmenüberschussrechnung erstellen müssen. Und nicht auf GmbHs oder UGs oder GbRs oder sowas. Ich bin Melchior, ich komme aus Berlin, ich bin gelernter Steuerfachangestellter vor einer gefühlten Ewigkeit. 10 Jahre irgendwie so müsste das sein. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert mit dem Schwerpunkt Steuerrecht und Wirtschaftsprüfung. Ich habe einige Jahre gearbeitet für KPMG und noch länger für die ETL-Gruppe. Ehrlicherweise fand ich das Ganze ein bisschen langweilig auf die Dauer, deswegen habe ich mich selbstständig gemacht und bin seit über 15 Jahren selbstständig. Davon die Hälfte ungefähr nebenberuflich und die andere Hälfte Vollzeit selbstständig. Das heißt, ich kenne das Ganze auch, habe das quasi an eigener Haut erlebt. Das heißt, diese ganzen Themen, um die es heute geht, kenne ich auch selber und kenne ich auch für mich und ich kenne auch die Unterschiede zwischen, ich weiß es zwar theoretisch besser, also ich weiß es, wie es in der Theorie richtig funktioniert aus meiner Arbeit, als auch wie ätzend das ist, sich um diese ganzen Sachen in der Praxis selber kümmern zu müssen, weil man halt auch eine ganze Reihe andere wichtige Aufgaben zu tun hat. Letztes Jahr habe ich quasi die Kontist Steuerberatung mitgegründet. Das heißt, wir sind jetzt Kontist Steuerberatung ist eine digitale Steuerberatung speziell für Freiberufler und Soloselbstständige. Das Ganze wird heute keine riesen Werbeshow, aber dass ihr das einmal wisst, wo ihr eigentlich seid. Wir sind eine Steuerberatung, sehr, sehr, sehr digital ausgerichtet. Wenn ihr dazu am Ende irgendwie nochmal Fragen habt oder so, kann ich die natürlich auch beantworten. Ein wichtiger Punkt, bevor wir inhaltlich tatsächlich einsteigen. Dieser YouTube-Kanal, wir sind sehr regelmäßig aktiv. Wir haben jeden Dienstag oder fast jeden Dienstag ein Live-Webinar, ähnlich wie das hier. Ihr könnt natürlich auch in der Zukunft gerne teilnehmen. Es sind jetzt einige davon da, die regelmäßig da sind und Sarah zum Beispiel. Wir haben aber natürlich auch eine ganze Reihe an so Kurzvideos. Das heißt, wenn ihr grundsätzlich Bock darauf habt, auf das Thema Buchhaltung und Steuern, hat natürlich keiner. Aber wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt oder gesagt, okay, ich muss mich damit auseinandersetzen, irgendjemand sollte es mir vernünftig erklären, dann lohnt es sich auf jeden Fall, diesen Kanal abonnieren. Agenda heute. Möchte ich gar nicht so ausführlich drauf eingehen. Es geht natürlich darum, wie berechnet man eigentlich die Steuer? Plant man eventuell Investitionen? Weil gerade Investitionen ist natürlich ein großer Hebel, wie man eventuell am Jahresende nochmal ein paar Steuern sparen kann. Es geht um das ganze Thema Vorauszahlung, Anzahlung und so weiter, was ihr vielleicht bei eurer Rechnungsstellung irgendwie noch optimieren könnt. Das heißt, so Zeitpunkt und wie, wann wird was eigentlich versteuert. Und dann gibt es so ein paar Regelungen, die kann man gefühlt nur einmal im Jahr ändern. Das heißt, es gibt so gewisse Umsatzgrenzen, gehen wir gleich tiefer drauf ein, aber zum Beispiel Kleinunternehmerregelung, Soll- und Ist-Versteuerung, Bilanzierung und solche Sachen, die sind abhängig von Umsätzen. Das heißt, es geht jetzt nicht nur um Steuern sparen, sondern es könnte ja auch sein, dass ihr jetzt noch Ende November und Dezember noch ein paar Möglichkeiten habt, die ihr eventuell ab Januar nicht mehr habt, weil ihr da vielleicht über eine gewisse Grenze gekommen seid oder nicht mehr. Oder jetzt vielleicht nochmal Einfluss nehmen könnt, dass ihr unter einer gewissen Grenze landet. Das, denke ich, habe ich jetzt mal mit reingepackt heute. Das geht jetzt nicht speziell um Steuern sparen, sondern es geht, also das Webinar habe ich ja genannt, Steuer optimieren. Ich würde mal sagen, das ist so, da geht es jetzt nicht darum, weniger zu sparen, sondern sich vielleicht ein bisschen weniger Arbeit zu machen, indem man in diesem Jahr vielleicht noch unter bestimmten Umsatzgrenzen bleibt. Es ist zumindest ein Thema, mit dem ihr euch genau jetzt ungefähr beschäftigen solltet als Selbstständige. Warum ist das jetzt eigentlich alles so wichtig und relevant? Kümmern wir uns jetzt um Steueroptimierung für jetzt und nicht erst dann, wenn wir die Steuererklärung machen. Klar, wir machen für unsere Mandanten Steuererklärungen. Ihr werdet auch irgendwann die Steuererklärung machen, aber ihr macht sie ja nicht jetzt für dieses Jahr. Das liegt daran, weil man viele, viele, viele Dinge, gerade als jemand, der eine Einnahmenüberschussrechnung macht, also eine Anlage EÜR zu seiner Steuererklärung ausfüllt, da gilt das sogenannte Zufluss-Abfluss-Prinzip. Das heißt, du kannst Ausgaben nur dann berücksichtigen, wenn sie tatsächlich in dem Jahr getätigt worden sind. Und wenn du im Mai nächstes Jahr deine Steuererklärung machst, dann ist es halt zu spät, für November, Dezember dieses Jahr zum Beispiel noch Investitionen vorzunehmen. Es gibt auch ein paar Ausnahmen, die streife ich so ein bisschen am Rande, aber es geht vor allen Dingen um die Dinge, die du jetzt noch machen kannst, die du denn im Mai, Juni, Juli, wann auch immer deine Steuererklärung machst, bereuen würdest, wenn du sie heute oder dieses Jahr nicht noch machst. Deswegen, da gilt dieses Zufluss-Abfluss-Prinzip und wenn das Geld nicht abfließt dieses Jahr, dann kannst du es heute dieses Jahr nicht mehr steuerlich geltend machen.
Zufluss, Abfluss heißt halt, Geldzuflüsse und Geldabflüsse werden in dem Jahr steuerlich wirksam, indem sie halt oder abgeflossen sind. Und das gilt für die Einnahmenüberschussrechnung, also für die Buchhaltung von allen Freiberuflern und auch bei der privaten Einkommensteuererklärung. Das heißt auch bei Krankenversicherungsbeiträgen oder Altersvorsorgebeiträgen. Die kannst du nur dann berücksichtigen in dem Jahr, in dem du sie gezahlt hast. Und ja, das Jahr ist nicht mehr so lang. Und deswegen ergibt es Sinn, dass man sich jetzt mal so 5-6 Wochen vor Jahresende damit beschäftigt. Und das, was ich gerade eben gesagt habe, bestimmte Pflichten oder Optionen kann man quasi nur einmal im Jahr beeinflussen. Das heißt, es ändert sich nur. Angefangen hier mit dem Thema Kfz-Versteuerung. Das heißt, wenn du zum Beispiel wechseln willst von 1%-Methode auf Fahrtenbuch und generell dir mal Gedanken machen möchtest, was eigentlich günstiger ist für dich, dann ist das jetzt genau der richtige Zeitpunkt, sich darüber mal Gedanken zu machen, damit du dir mal überlegst, ist das vielleicht jetzt noch günstig, das, was du machst, oder solltest du vielleicht ab dem 1.1. wechseln? Und das solltest du dir idealerweise heute überlegen. Und dann sind es die Punkte, die ich dir angesprochen habe. Wenn ihr Kleinunternehmer seid oder unter der Kleinunternehmergrenze seid, dann könnte sich das ab dem 1.1. ändern. Dann gibt es das Thema Soll- und Ist-Versteuerung. Ich gehe da noch vertiefend gleich nochmal drauf ein. Das könnte sich ab dem 1.1. ändern und Bilanzierungspflicht. Und das sind durchaus alles vier Dinge, die erhebliche Veränderungen in eurem Workflow, in eurer Buchhaltung und eurer steuerlichen Belastung nach sich ziehen können. Und deswegen ist das wichtig, dass wir uns das auch einmal anschauen. Und ein Hinweis noch, weil ich jedes Mal, wenn ich so ein Webinar ankündige, gleich so ein paar Hinweise bekomme. Oh Gott, du, da erzählst du ja irgendwas, das geht ja nicht. Das heißt, für alle Steuerfachleute unter euch und Steuerberater, die hier vielleicht zuschauen, ihr spart in diesem, also bei vielen, vielen Dingen, die ihr machen könnt, spart ihr zwar in diesem Jahr Steuern, ihr spart aber nicht bei allen Dingen sofort dieses Jahr, also sofort insgesamt Steuern. Das heißt, ihr könnt in diesem Jahr eure Steuerlast reduzieren, aber gerade wenn es darum geht, nur Zahlungszeitpunkte zu verschieben, ganz simples Beispiel, wenn ihr dieses Jahr eine Ausgabe habt, die ihr sonst nächstes Jahr gehabt hättet und die jetzt aber in dieses Jahr reinzieht, dann zahlt ihr in diesem Jahr zwar weniger Steuern, aber im nächsten Jahr habt ihr die Ausgabe halt nicht und zahlt dann halt entsprechend nächstes Jahr mehr Steuern. Wenn euer Einkommen konstant ist und euer Steuersatz immer gleich ist, dann spart euch das nicht wirklich Steuern. Ihr habt einen Liquiditätsvorteil, weil ihr die Steuern erst später zahlt. Ansonsten ist es aber so, dass man das vor allen Dingen dann machen sollte, wenn ihr dieses Jahr viel verdient habt. Das heißt, wenn ihr in diesem Jahr wirklich viel Geld verdient habt, dann könnt ihr jetzt dieses Jahr das Kosten quasi reinholen, weil ihr in diesem Jahr einen höheren Steuersatz habt. Und da muss man auch mal so ein bisschen unterscheiden, was zahlt ihr eigentlich an Steuern? Es gibt diesen Spitzensteuersatz, das ist quasi das, was ihr zusätzliches Einkommen versteuert. Das ist dann quasi, wenn ihr 50.000 Euro Gewinn macht, wie wird der nächste Euro, das heißt der 50.000 und erste Euro, wie wird der eigentlich versteuert? Und das ist quasi euer Spitzensteuersatz. Der geht in Deutschland quasi bis zu 45% hoch und das könnte maximal 45% sein. Und dann gibt es den Durchschnittssteuersatz. Der Durchschnittssteuersatz ist quasi eher die Gesamtsteuerbelastung, die ihr habt. Das heißt, wenn ihr 50.000 Euro habt, dann zahlt ihr jetzt nicht 42% Steuern. Das heißt, ihr zahlt nicht 42% von 50 Euro, das sind 21.000 Euro, macht ihr nicht, weil die ersten 10.000 Euro, ungefähr 10.000 Euro sind zum Beispiel immer ein Grundfreibetrag. Das heißt, ungefähr die ersten 10.000 Euro sind sowieso immer steuerfrei. Und dann steigt der Steuersatz erst mit 12% ein. Und dann steigt er erst mit steigendem Einkommen. Das heißt, euer Durchschnittssteuersatz ist grundsätzlich niedrig. Interessant ist hier, wenn ihr Kosten ansetzt, dann reduziert sich ja der Gewinn. Das heißt, ihr spart die zusätzlichen Ausgaben spart ihr vom Spitzensteuersatz und nicht vom Durchschnittssteuersatz. Und deswegen ist das ganz interessant. Schauen wir uns als erstes einmal an, welche Grenzen und Regelungen können eigentlich so über- oder unterschritten werden, so zum Jahreswechsel. Und da schaue ich mir als erstes einmal die Kleinunternehmerregelung an. Die Kleinunternehmerregelung sollten die meisten kennen. Auch dazu gibt es ein Video, falls ihr es nicht kennen solltet. Übrigens, in der Videobeschreibung sind die auch in der Reihenfolge, in der ich sie erwähne, abgelegt. Das heißt, Kleinunternehmerregelung, ja, ist schon das dritte Video. Grundsätzlich die Kleinunternehmerregelung eine Vereinfachung für die laufende Buchhaltung, weil ihr keine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben müsst. Das heißt, ihr habt mit dem Thema Umsatzsteuer als Selbstständiger eigentlich nichts zu tun, wenn ihr Kleinunternehmer seid. Diese Kleinunternehmerregelung, da sind quasi zwei Bedingungen dran geknüpft. Und zwar müsst ihr im vergangenen Jahr müsst ihr unter 22.000 Euro Umsatz gewesen sein und im laufenden Jahr voraussichtlich unter 50.000 Euro. Wenn ihr tatsächlich drüber seid, ist eigentlich egal. Ihr müsst aber am Jahresanfang gesagt haben, voraussichtlich werde ich dieses Jahr unter 50.000 Euro Umsatz machen. Und dann seid ihr in diesem Jahr auch noch Kleinunternehmer. Warum ist das interessant? Wenn ihr jetzt beispielsweise schon bei 20.000 oder 21.000 Euro Umsatz seid, dann seid ihr relativ dicht an der Grenze. Das heißt, wenn ihr nächstes Jahr noch Kleinunternehmer bleiben wollt, dann müsst ihr zusehen, dass ihr dieses Jahr noch unter 22.000 Euro bleibt.
Oder vielleicht generell eine Info, die ganz interessant ist, wenn ihr jetzt Kleinunternehmer seid und ihr liegt schon bei 30.000, 40.000 Euro Umsatz, dann ist halt für nächstes Jahr auf jeden Fall vorbei mit Kleinunternehmerregelung und ihr müsst ab dem 1.1. eure Rechnung mit Umsatzsteuer ausweisen und stellen. Müsst eine Umsatzsteuervoranmeldung machen, könnt euch auch die Vorsteuer wiederholen für die Rechnung, die ihr bekommt und so weiter. Aber an dieser Stelle, das kriege ich nämlich immer wieder mit, dass Leute das irgendwie, ich verstehe das absolut, dass man das verpennt, dass man das nicht im Blick hat und dann irgendwie erst im Mai, Juni, Juli irgendwann das merkt und dann alle Rechnungen seit Januar korrigieren muss. Damit euch das nicht passiert, checkt jetzt mal euren Umsatz, also nicht jetzt, aber generell noch dieses Jahr, ob ihr über 22.000 Euro seid. Wenn ja, dann ist nämlich vorbei mit Kleinunternehmerregelung zum 1.1. Dann gibt es das ganze Thema Bilanzierungspflicht. Also es gibt grundsätzlich in Deutschland zwei Gewinnermittlungsarten. Das eine ist die Anlage EÖR, die grundsätzlich, das ist das, was die meisten von euch machen, weil ich es genauso angekündigt habe. Das machen alle Freiberufler und Gewerbetreibende unter bestimmten Umsatz- und Gewinngrenzen. Und zwar, wenn Gewerbetreibende unter 60.000 bzw. 60.000 Gewinn und 600.000 Euro Umsatz sind, dann können sie auch eine Einnahmenüberschussrechnung erstellen. Und grundsätzlich ist eine Einnahmenüberschussrechnung immer ein bisschen einfacher als eine Bilanz. Denn wenn du keine Einnahmenüberschussrechnung machst, dann erstellst du eine Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung. Das müssen zum Beispiel auch alle Kapitalgesellschaften und so weiter machen. Die haben dieses Wahlrecht gar nicht. Und dann müssen sie eine Bilanz erstellen. Und das ist aufwendiger. Es ist aufwendiger, eine Bilanz und eine G&V zu erstellen. Das heißt, für euch persönlich ist es mehr Arbeit, wenn ihr es macht. Und auch wenn ihr jetzt sagt, naja, für mich ist ja nicht viel Arbeit, weil mein Steuerberater macht ja alles. Ja, stimmt. Aber wenn der Steuerberater mehr Arbeit hat, berechnet er euch halt mehr. Das heißt, wenn ihr an der Grenze seid und gewerbetreibend seid, ich meine, 60.000 Euro Gewinn ist etwas, das erreicht man als Vollzeit-Selbstständiger, als Gewerbetreibender, doch relativ schnell. Das heißt, wenn ihr da vielleicht an der Grenze seid, solltet ihr euch vielleicht überlegen, ob ihr nicht eventuell versucht, noch unter diesen Gewinngrenzen bleibt, zum Beispiel, indem ihr jetzt irgendwie noch Geld investiert und euch da vielleicht noch unter diese Grenze bleibt, um die Bilanzierungspflicht zu vermeiden im nächsten Jahr. Das wäre zum Beispiel eine Überlegung wert an alle Gewerbetreibenden von euch, dass ihr euch da das mal überlegt, um quasi bei der EÜR erstmal bleiben zu können. Was kann sich sonst noch ändern? Soll- oder Ist-Versteuerung? Hier auch ganz kurz, auch dazu gibt es ein Video. Soll- und Ist-Versteuerung gibt es nochmal ein vertiefendes Video. Also Marie, gerne in den Chat reinposten oder ihr findet es unten in der Videobeschreibung. Es gibt einen Unterschied. Bei der Ist-Versteuerung zahlt ihr quasi die Umsatzsteuer erst dann, wenn ihr das Geld auf dem Konto habt. Das heißt, es gibt einen Unterschied. Klassisch ist Sollversteuerung, also der Standardfall, deswegen klassisch, das ist so, da geht der Gesetzgeber davon aus, das ist so der Standardfall. Da zahlt ihr quasi, müsst ihr die Umsatzsteuer abführen, wenn ihr eine Rechnung geschrieben habt. Bei der Ist-Versteuerung müsst ihr die Umsatzsteuer erst abführen, wenn ihr das Geld bekommen habt. Das ist überhaupt gar kein Problem, wenn ihr quasi im gleichen Monat eine Rechnung stellt und gleich das Geld bekommt. Aber ich kann euch mal ein Beispiel geben. Ich hatte einen Mandant, ein Einzelunternehmen, sehr, sehr erfolgreich, muss man dazu sagen, hat ungefähr 1 Million pro Jahr verdient. Also nicht Gewinn, sondern Umsatz gemacht. Deswegen, wenn das ist grundsätzlich kein Problem, wenn ihr im gleichen Monat quasi die Rechnung schreibt und das Geld bekommt. Aber ich hatte den Mandant, mit dem ich mal hatte, der hat ungefähr 1 Million Euro Umsatz pro Jahr gemacht. Der hatte aber viele Auftraggeber, die ein sehr, 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 sehr langes Zahlungsziel hatten. Und der hat teilweise Rechnungen im März geschrieben, die dann erst im September, Oktober, November bezahlt wurden. Ist auch fein gewesen, das wusste der. Aber es ist natürlich super ärgerlich, wenn der eine Sollversteuerung hat, oder hatte er auch, weil er dann im März schon die Umsatzsteuer abführen musste und das Geld von seinem Kunden erst im September, Oktober bekommen hat. Das kann liquiditätsmäßig echt, wenn ihr große Rechnungen schreibt und lange Zahlungsziele habt, echt reinhauen und kann echt finanziell echt große Probleme sein. Das heißt, wenn das bei euch der Fall ist, dass ihr hohe Umsätze macht und genau lange Zahlungsziele habt, dann solltet ihr unbedingt schauen, dass ihr so lange wie möglich irgendwie zur Ist-Versteuerung zusortiert werdet. Für Freiberufler ist das kein großes Thema, weil die immer nach Ist-Versteuerung quasi versteuern können. Die haben nie mit der Sollversteuerung zu tun. Aber Gewerbetreibende, die müssen unter 600.000 Euro Umsatzgrenze bleiben. Das gilt also für euch. Das ist vielleicht noch eine Grenze, wo ihr gucken solltet, seid ihr drüber oder drunter. So viel zur Soll- und Ist-Versteuerung und auch so viel zu den Grenzen, die sich eventuell zum 1.1. ändern, auf die ihr vielleicht achten solltet, wenn es auf euch zutrifft. Kommen wir zu dem großen Part. Und das ist eigentlich gab es so zwei große Teile in diesem Webinar. Der erste ist, welche Grenzen könnten eventuell auftreten? Der zweite Part ist, was kann ich jetzt machen, um Steuern zu sparen? Das ist auch so das Volkshobby von uns Deutschen. Was können wir machen, um noch ein paar Euro weniger Steuern zu zahlen? An dieser Stelle, das Einfachste ist es,
Ausgaben zu erhöhen. Wenn ihr Ausgaben habt, von denen ihr sowieso wisst, dass ihr sie haben werdet normalerweise und so weiter, ist es natürlich der Fall, je mehr Ausgaben ihr habt, desto niedriger ist euer Gewinn und der Gewinn ist die Bemessungsgrundlage oder die Grundlage generell für die Einkommensteuer und die Gewerbesteuer. Das heißt, je mehr, also ein Umsatz gegeben, ist natürlich, je höher die Betriebsausgaben sind, desto geringer ist die Steuerbelastung. Also je mehr Ausgaben, desto weniger Gewinn, desto weniger Steuern. Und ich muss ehrlicherweise sagen, diesen Tipp geben echt viele Steuerberater. Und ich muss ein bisschen sagen, shame on you, das ist echt ein bisschen traurig, weil das ist echt schlecht, dieser Tipp. Aber ich möchte trotzdem damit anfangen. Wenn ihr das Geld ausgibt, nur um Steuern zu sparen, dann spart ihr halt die 42, was auch immer euer Spitzensteuersatz, 42, 45%. Aber ihr müsst ja halt 100% ausgeben. Das heißt, wenn ihr jetzt 100, also keine 1000 Euro für irgendwie eine Ausgabe habt, die ihr gerade braucht, oder nicht, also einfach nur macht, um Steuern zu sparen. Ja, ihr könnt dann quasi hingehen und sagen, egal was, vielleicht brauche ich es ja, 40%, 42, 45% zahlt quasi, in Anführungszeichen, das sagt man so umgangssprachlich, hört man es immer wieder, zahlt das Finanzamt. Kann man so sagen, ja, weil ihr natürlich das an weniger Steuern zahlt. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade auf euer Bankkonto guckt und sage, wenn ich jetzt noch 1000 Euro ausgebe, dann zahle ich vielleicht 40% davon weniger Steuern. Das heißt, ihr zahlt 400 Euro weniger Steuern. Das heißt, tatsächlich effektiv belastet unterm Strich bin ich nur mit 600 Euro. Und das macht es natürlich spannend. Ich meine, Black Friday war letzte Woche, diese Woche, keine Ahnung. Vielleicht kann man ja noch ein paar Sachen kaufen, von denen man weiß, dass die wichtig sind für sein Unternehmen. Dann könnt ihr die natürlich jetzt kaufen und könnt sie auch in diesem Jahr natürlich steuerlich berücksichtigen. Und ja, man kann das so rechnen, dass ihr natürlich, dass das Finanzamt weniger bekommt, dadurch, dass ihr mehr Geschäftsausgaben habt. Könnt ihr euch so natürlich überlegen. Wichtig an dieser Stelle ist, es muss natürlich noch in diesem Jahr bezahlt werden, weil, wir erinnern uns, Zufluss-Abfluss-Prinzip, das heißt, wenn das Geld dieses Jahr nicht mehr von eurem Konto abfließt, dann könnt ihr es dieses Jahr nicht mehr wirksam machen. Aber ich kann euch nur dringend davor raten, einfach nur Ausgaben zu produzieren, um weniger Steuern zu zahlen. Das könnt ihr machen, wenn euer Hauptlebensinhalt ist, quasi dem Finanzamt nichts zu gönnen, ja. Aber ihr habt dann halt auch nichts übrig. Das Geld ist ja dann weg. Etwas besonders, also ein bisschen besonders interessant, sind zwei Dinge. Und zwar erstens Vorauszahlungen von Kosten, die du sowieso hast. Ich gebe euch ein Beispiel. Ihr seid zum Beispiel, ich habe eine selbstständige Vertriebsmitarbeiterin gehabt. Das war so eine virtuelle Assistenz, die hat ein bisschen mir beim Vertrieb geholfen, die hat so mit Kunden telefoniert und so weiter, teilweise so Interviews geführt und sowas. Und die habe ich einfach monatlich gezahlt. Ich habe immer Stundenkontingent gehabt, ich weiß es ehrlicherweise nicht mehr genau wie viel, 20 Stunden im Monat oder so, also wirklich nicht hoch. Und dieses Kontingent habe ich einfach monatlich immer bezahlt. Rede jetzt in Fantasiezahlen. Aber 20 Stunden habe ich bezahlt, à 50 Euro, das heißt, ich habe ihr 1000 Euro im Monat immer bezahlt. Und dann hat sie die 20 Stunden abgearbeitet und dann war fein. Und dann nächster Monat habe ich wieder 1000 Euro gezahlt, hat sie wieder 20 Stunden gearbeitet. Jetzt bin ich hingegangen und habe gesagt, na ja, die Leistungen brauche ich ja auch nächstes Jahr. Und habe sie gefragt, weil ich gesagt habe, ich würde gerne Steuern dieses Jahr noch sparen, weil ich habe dieses Jahr ganz gut verdient. Ich habe auch Geld auf dem Konto. Das ist eigentlich immer ärgerlich, weil alles, was ich auf dem Konto habe, hätte ich auch ausgeben können, um dann weniger Steuern zu zahlen. Und dann habe ich sie gefragt, du, kann ich nicht fürs erste halbe Jahr schon mal einen Vorschuss zahlen? Das heißt, dass ich die Stundenkontingente, die ich sonst monatlich bezahle, kann ich die jetzt im Dezember oder im November nicht schon jetzt schon bezahlen. Das heißt, du stellst mir einfach eine Rechnung über 6.000 Euro und dann arbeitest du die einfach ab über die nächsten 6 Monate. Und das ist natürlich überhaupt kein Problem gewesen. Auch für sie hatte damit kein Problem. Habe ich eine 6.000 Euro Rechnung bekommen, habe ich bezahlt, habe 6.000 Euro weniger versteuert. Super. Also für mich war das super, weil ich habe keine unnützen Ausgaben produziert, sondern ich hatte halt Ausgaben, von denen ich weiß, dass ich sie sowieso brauche und dass ich sie haben werde und konnte sie dieses Jahr schon steuerlich geltend machen. Das Ganze kann man natürlich auch mit allen möglichen anderen Verträgen machen. Ich bin tatsächlich, und das habe ich tatsächlich letzte Woche gemacht, bin durch meine ganzen Software-Tools durchgegangen, so das, was man halt hat, hier Zoom und Asana und Trello und ein Videoschnittprogramm und Tools, die man halt so hat, die häufen sich halt immer so an. Auch so Abos, auch so im App Store und Play Store und sowas. Wenn ihr das in der Buchhaltung habt, geht halt einfach jetzt noch einmal durch, stellt alles auf jährliche Zahlungsweise, dann wird einmal dieses Jahr jetzt ein hoher Betrag abgebucht, aber die Kosten hättet ihr eventuell sowieso gehabt. Vorteil da, ihr zahlt meistens halt dann auch tatsächlich weniger, wenn ihr jährlich zahlt, aber ihr könnt sie trotzdem alles jetzt dieses Jahr nochmal steuerlich geltend machen. Außerdem habe ich es tatsächlich auch schon mal beim Vermieter gemacht. Also ich habe einen Büroraum gemietet gehabt, ich war da Untermieter, wir haben das Büro geteilt. Da habe ich auch schon mal für die ersten 2 Monate, also für Januar, Februar, habe ich schon mal vorausgezahlt. Auch das waren keine unnütze Ausgaben, sondern es waren einfach nur Kosten, die ich vorgezogen habe und dadurch jetzt schon steuerlich geltend machen konnte. Und auch interessant beim Thema einfach
Ausgaben produzieren, so als wichtiger Hinweis, Computer und also PC, Laptops, Software, Computer, Software und so weiter, muss nicht mehr abgeschrieben werden. Das war bis letztes Jahr noch so, dass man die, dass man so hier Laptop und so weiter, dass man das über 3 Jahre abschreiben musste. Das heißt, man musste, wenn ich 3.000 Euro ausgegeben habe für so einen Laptop, konnte ich nur jedes Jahr 1.000 Euro steuerlich geltend machen. Das gilt seit diesem Jahr, seit 2021 nicht mehr. Das heißt, ihr müsst das nicht mehr abschreiben. Ihr könnt euch jetzt auch nochmal so 10.000 Euro iMac, falls es das gibt, geht mal auf apple.com, da gibt es die teuersten Computer. Die müsst ihr nicht mehr abschreiben. Das heißt, die könnt ihr zu 100% dieses Jahr steuerlich geltend machen. Das ist erstmal vielleicht ganz interessant, was noch nicht alle wussten. Was aber auch noch interessant ist, die Computer, die ihr letztes Jahr gekauft habt, die habt ihr ja letztes Jahr erst ein Drittel abgeschrieben und müsstet jetzt dieses Jahr noch ein Drittel abschreiben oder nächstes Jahr. Auch das fällt weg. Ihr könnt die quasi komplett, jetzt alles, was noch übrig ist an Computern, könnt ihr wegbuchen und auf Null setzen. Das heißt, diese Kosten könnt ihr auch sofort geltend machen. Das Ganze gilt übrigens für Computer, leider nicht für Smartphones. Das geht abhängig von der Bildschirmgröße. Ich guck gerade, weil ich mal nach einem Tablet gesucht habe. Das gilt auch als Computer. Das heißt, je nachdem, wie groß, und ist ja auch der Übergang ist ja fließend und so, aber wenn ihr jetzt hier irgendwie so ein Ding habt, könnt ihr auch steuerlich dieses Jahr noch voll geltend machen. Was ihr sonst noch überlegen solltet, bevor wir so ein bisschen auf die, ich würde mal sagen, fortgeschrittenen oder Einzelfälle kommen, ist so eine Checkliste, was ihr euch mal fragen solltet, ist, was ist für euch grundsätzlich besser, wenn ihr einen Firmenwagen habt? Firmenwagen ist meistens eine riesengroße Kostenposition. Da gibt es ja die beiden Möglichkeiten, die Privatnutzung rauszurechnen. Das ist einmal die Fahrtenbuchmethode und einmal die 1%-Methode. Das würde hier vollkommen den Rahmen sprengen. Ich habe dazu eine ganze Videoreihe gemacht, Marie, da gibt es so eine Playlist, wenn du da den Link mal reinpostest. Das heißt, wenn ihr einen Firmenwagen habt, schaut euch das bitte einmal an. Sprengt hier den Rahmen. Es gibt, glaube ich, auch nochmal ein komplettes Webinar nur über Firmenwagenversteuerung, wo ich nochmal auf die einzelnen Punkte gegangen bin. Schaut euch das aber einmal an. Ihr findet nämlich auch eine Berechnungsvorlage unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das heißt, Berechnung Kfz-Versteuerung, da gibt es ein Spreadsheet. Da könnt ihr einfach mal eure Zahlen, eure Ausgaben von diesem Jahr eintragen und dann zeigt er euch nämlich, was günstiger für euch ist, ob 1%-Methode oder Fahrtenbuch günstiger für euch ist. Wie immer, kostet nichts, auch keine E-Mail-Adresse, nichts, könnt ihr einfach benutzen. Aber denkt bitte daran, das Dokument zu duplizieren, weil wenn ihr so eine Zugriffsanfrage stellt, dann kriege ich immer eine E-Mail und solche E-Mails kriege ich 5-6 Mal am Tag und ich denke mir jedes Mal, ich sag's doch dazu. Und dann, das sage ich immer, da sage ich auch bei unseren Mandanten, also du kannst, wenn du selbstständig bist, hast du ja 2 Möglichkeiten zu arbeiten. Entweder, also 3 vielleicht. Erste Möglichkeit, du hast ein externes Büro, da fährst du hin, dann hast du meistens irgendwie auch so Fahrtkosten irgendwie. Oder du arbeitest beim Kunden, dann hast du ganz, ganz viele Fahrtkosten und bist auch häufig weg. Oder du arbeitest halt zu Hause. Das heißt, es müssen irgendwie Kosten für entweder Homeoffice, für ein Büro oder für Reisekosten in der Buchhaltung sein. Für euch an dieser Stelle, schaut mal, ob ihr, wenn ihr zu Hause arbeitet, gerade in den Corona-Jahren war es ja relativ häufig, dass ihr im Homeoffice gearbeitet habt. Und ja, jetzt muss ich euch leider ziemlich zuspammen mit Videos. Auch zum Thema Homeoffice habe ich ein einzelnes, separates Video gemacht, wo ich mal genau darauf eingehe, wann du wie viele Kosten absetzen kannst. Das ist meistens eine große Kostenposition, weil du anteilig Miete und Mietnebenkosten und so weiter von deinem Zuhause absetzen kannst. Das ist sehr schnell sehr viel. Und gerade jetzt in den letzten 2 Jahren ist das halt auch sehr häufig, dass das ungeplant plötzlich so gemacht wird. Leider müsst ihr, wenn ihr ein Homeoffice habt, ein separates Arbeitszimmer haben. Es gibt aber jetzt für letztes Jahr und für dieses Jahr die Steuererklärung eine Homeoffice-Pauschale von 5 Euro am Tag. Leider nur maximal 600 Euro pro Jahr, aber selbst wenn ihr im Bett arbeitet, auf der Couch arbeitet oder am Küchentisch arbeitet, das heißt kein separates eigenes Homeoffice habt, dann könnt ihr diese Pauschale absetzen von 5 Euro pro Tag, den ihr zu Hause gearbeitet habt. Und das würde ich euch dringend raten, das auch zu tun. Da müsst ihr auch keine Kosten nachweisen und nichts. Dann, wenn ihr unterwegs seid, dann denkt ihr bitte auch an den Verpflegungsmehraufwand. Wenn ihr zu Hause, also wenn ihr quasi außer Haustermine habt, wenn ihr standardmäßig zu Hause arbeitet oder in eurem eigenen Büro, und ihr seid mal auswärtig tätig. Und auswärtig heißt halt auch, ich fahre zum Kunden, halte einen Vortrag und bin aber 9 Stunden unterwegs. Oder aber auch, ich setze mich bei denen ins Büro 2 Tage die Woche und programmiere denen eine neue Webseite. Oder was macht ihr eigentlich so? Dann nehme ich mal Beispiele von euch. Dann habt ihr Außerhaustermine. Und sobald ihr mehr als 8 Stunden unterwegs seid, also von zu Hause weg oder von eurer ersten Tätigkeitsstätte weg, also von eurem Büro weg seid, dann ist das eine Außerhaustätigkeit. Und dann könnt ihr eine Pauschale für eure eigene Verpflegung absetzen.
Und das ist relativ interessant, weil das keine Kosten sind, die ihr tatsächlich haben müsst. Das heißt, ihr könnt euch trotzdem Brote schmieren zu Hause, die mitnehmen und die essen und gar keine Kosten haben. Und trotzdem könnt ihr diese Kosten in der Buchhaltung absetzen. Das wird sehr häufig vergessen und ist auch leider super nervig, das irgendwann erst ein Jahr später, zwei Jahre später zu machen, wenn ihr mal irgendwann die Steuererklärung anstellt. Deswegen dokumentiert bitte, falls ihr das noch nicht laufen macht, so schnell wie möglich eure Außerhausreisen und wie lange ihr jeweils weg wart. Auch da kommt sofort immer die Frage, wie mache ich denn das? Deswegen habe ich auch unten in der Videobeschreibung eine Vorlage dazu. Das heißt, die zweite Vorlage ist Verpflegungsmehraufwand. Da habt ihr so ein Excel-Spreadsheet, da könnt ihr eure Reiseeinträge tragen und so weiter. Und dann habt ihr da quasi eine Auflistung und diese Pauschalen könnt ihr einfach als Verpflegungsmehraufwand, als Betriebsausgabe absetzen. Das war nochmal so ein bisschen die Checkliste, was ihr jetzt für euch vielleicht nochmal überlegen solltet. Ich habe euch das Zufluss-Abfluss-Prinzip erzählt und habe gesagt, ihr könnt jetzt eventuell schon Vorschüsse für nächstes Jahr zahlen. Finde ich super interessant, nur um euch mal eigene Zahlen zu geben. Ich war ja jahrelang selbstständig und wir haben das, ich glaube, vorletztes Jahr sind wir einmal durchgegangen. Marie war sogar dabei. Was haben wir monatlich für Tools ausgegeben? 1.000 Euro, 1.500 Euro? Das heißt, wir geben aber haben pro Jahr 12.000 bis 18.000 Euro für Softwarelösungen und Tools ausgegeben. Das ist wirklich Wahnsinn. Natürlich macht das Sinn, generell mal so durch die Liste zu gehen, also so eine Kreditkartenabrechnung mal durchzugehen und alles rauszuschmeißen, was man nicht mehr braucht. Dann ist man schon mal grundsätzlich 50% der Kosten meistens los, weil meistens braucht man das meiste davon sowieso nicht mehr. Aber selbst wenn ihr, keine Ahnung, bei 15.000 Euro seid und dann noch 8.000 Euro übrig bleibt und jetzt auf eine jährliche Zahlungsweise umsteigt, dann spart ihr da erheblich Steuern. Das lohnt sich immer. Was sich aber genauso lohnt, das heißt ja Zufluss-Abfluss und nicht nur Abflussprinzip, sondern auch Zufluss-Abflussprinzip. Das heißt, ihr könntet auch, weil wenn ihr Steuern sparen wollt, da ansetzen, wie viel Geld euch zufließt. Habe ich auch regelmäßig immer wieder gemacht. Du musst nämlich dann erst Geld versteuern, wenn du zum Beispiel eine Einnahmenüberschussrechnung erstellst, wenn das Geld auf deinem Konto ankommt. Aber das kannst du ja beeinflussen, indem du zum Beispiel eine Rechnung später stellst. Das heißt, wenn du jetzt diesen Monat super aktiv bist und Kunden hast, den du monatlich eine Rechnung schreibst, schreib ihm doch halt einfach erst am 31.12. die Rechnung und schick dem Kunden die erst am 2.1. Dann kann er sie dieses Jahr nicht mehr bezahlen und dann kannst du sie dieses Jahr auch nicht mehr versteuern. Das heißt, wenn du jetzt quasi schon auf dein Konto guckst und sagst, ah, das reicht, ich möchte eigentlich auch gar nicht irgendwie jetzt sinnlos irgendwelche Ausgaben produzieren und Anschaffungen stehen auch gar nicht an, könntest du dir immer noch überlegen, zu sagen, ey, ich stelle bestimmte Rechnungen vielleicht erst Ende Dezember, damit das Geld mir dieses Jahr nicht mehr zufließt und damit ich sie dieses Jahr nicht mehr versteuern muss. Und dann musst du halt dieses Jahr weniger Steuern zahlen. Das ist durchaus also großer Hebel, weil du das natürlich rauszögern kannst. Da würde ich immer kurz mit dem Kunden reden, wenn das jetzt sehr untypisch ist, wenn du zum Beispiel immer wie ein Uhrweg immer am ersten eine Rechnung stellst und jetzt plötzlich doch nicht mehr, red halt kurz mit den Kunden. Die meisten Kunden haben da tatsächlich gar nichts dagegen, weil Bilanzierer das trotzdem schon in der Buchhaltung berücksichtigen können, auch wenn sie das Geld erst nächstes Jahr zahlen. Das ist ganz interessant, wenn du zum Beispiel einen Konzernkunde hast oder wie auch immer und es ist eine Kapitalgesellschaft, ist denen das vollkommen egal, wann du nur deine Rechnung stellst. Die berücksichtigen die Kosten auch, können es auch so. Das ist der Vorteil der unterschiedlichen quasi Rechnungslegungsmethoden. Und das ist ein sehr, sehr, sehr großer Hebel, vergessen sehr, sehr viele. Deswegen überlegt euch, ob ihr jetzt Rechnung schreiben solltet, wollt oder ob ihr das nicht vielleicht Richtung Ende diesen Jahres oder erst Anfang nächsten Jahres macht. Und jetzt kommen wir quasi zu den Tricks. Und zwar erstens, wenn ihr größere Anschaffungen habt, und zwar größere Anschaffungen, das habe ich vorhin gelesen, ja, ab 800 Euro netto. Das heißt, Umsatzsteuer dann sowieso immer drauf, aber netto ist ja das Ausschlaggebende für euch. Ihr habt bei größeren Anschaffungen, die ihr abschreiben müsst, habt ihr die Möglichkeit, 20% sofort abzuschreiben. Das heißt, in dem Jahr, in dem ihr es kauft. Gehe ich jetzt mal davon aus, ihr kauft ein Auto. 30.000 Euro jetzt noch diesen Monat. Oder muss auch nicht diesen Monat sein, könnte auch dieses Jahr im März gewesen sein. Könntet ihr euch trotzdem überlegen, ich habe 30.000 Euro jetzt Kosten gehabt. Ihr könnt sofort quasi mit der Sonderabschreibung fortabschreiben 20%. Das heißt, von 30.000 Euro könntet ihr sofort 6.000 Euro zusätzlich steuerlich abschreiben und müsstet dann nur noch den Rest, also 24.000 Euro, über die Nutzungsdauer verteilen. Das Ganze kennt ihr vielleicht auch, es ist in § 7EG Einkommensteuergesetz geregelt, falls der eine oder andere schon mal gehört hat. Das wurde gerade neu geregelt. Das heißt, da also die Voraussetzung ist, dass du grundsätzlich also im letzten Jahr nicht höher als 200.000 Euro Gewinn gemacht hast. Und wenn du das gemacht hast, kannst du grundsätzlich diese 20% Sonderabschreibung nutzen. Wichtig da ist, das gilt nur für Wirtschaftsgüter, die du mindestens zu 90% tatsächlich auch betrieblich nutzt. Das heißt, wenn du einen Firmenwagen hast, dann muss die betriebliche Nutzung mindestens 90% sein und dann könntest du das in Anspruch nehmen. Gilt natürlich auch für alles andere, was du so abschreiben kannst. Computer jetzt nicht, weil die setzt du sowieso komplett in den Aufwand.
Aber wenn es ein Schreibtisch ist, ein Regal ist, wenn es eine Kamera ist, ein Handy ist, so ein Licht kaufen willst, wie auch immer, das kannst du alles steuerlich, dann also 20% sofort abschreiben. Dann ein anderes sehr interessantes Thema ist das Thema genutzte Gegenstände. Marie, dazu gibt es tatsächlich ein Video, weil ich glaube, das vergessen sehr, sehr, sehr viele. Da bin ich sehr überrascht. Das vergessen sehr, sehr, sehr viele. Und ich verstehe das, warum das passiert. Das ist aber super ärgerlich. Da habe ich ein separates Video gemacht. Und zwar, also ich beschreibe euch meine Situation, wie das bei mir ist. Ich kaufe Dinge. Einfach, keine Ahnung, so ein Schreibtisch, der steht dann zu Hause rum. Manchmal, letztens habe ich auch ein Handy gekauft. Also tatsächlich, ich habe ein Smartphone gekauft, habe ohne Vertrag gekauft, habe ich 1.000er bezahlt. Und dachte, dass ich es in erster Linie irgendwie privat nutze und habe das halt privat gekauft. Und dann habe ich das erst, also habe ich es doch mehr betrieblich genutzt, als ich wollte. Ich mag das eigentlich immer nicht, so viel zu telefonieren in der Arbeit und so weiter. Deswegen dachte ich, okay, das Handy ist privat, das habe ich mir privat gekauft, kann ich auch privat nutzen und so weiter. Und brauche das gar nicht so viel betrieblich. Und dann hat sich aber später herausgestellt, irgendwie habe ich es doch ziemlich viel betrieblich genutzt. Also eigentlich fast ausschließlich, weil, keine Ahnung, habe ich in erster Linie betrieblich genutzt. Ich hatte es aber privat gekauft im Jahr davor. Das wäre so ein Beispiel. Und du kannst das, wenn du merkst, dass du bestimmte Sachen, die du eigentlich privat gekauft hattest oder privat bekommen hast, auch weil du es vielleicht geschenkt bekommen hast, vielleicht hast du von deinem Nachbarn einen Schreibtisch geschenkt bekommen und daran arbeitest du jetzt in Corona die ganze Zeit betrieblich. Du kannst diese Gegenstände, die du privat irgendwie dir zugeflossen sind, die kannst du in dein Betriebsvermögen einlegen. Wenn ich da ein Beispiel nehme, ich habe tatsächlich diesen Schreibtisch, den ich von meinem Nachbar vor 2 Jahren geschenkt bekommen habe, dann kann ich diesen Schreibtisch trotzdem in mein Betriebsvermögen quasi einlegen, unter bestimmten Voraussetzungen. Und das heißt, ich habe da einen Wert für diesen Schreibtisch und den packe ich dann ins Unternehmen rein und kann dann die Kosten, also den Wert, den dieser Schreibtisch denn noch hat, die kann ich tatsächlich als Ausgabe in der Buchhaltung berücksichtigen. Und das gilt für alle Dinge, die ich irgendwie im Privat besessen habe und dann aber doch in mein Betriebsvermögen einbringen möchte. Relativ kompliziert. Hier habe ich mal aufgeschrieben, woran, also private Gegenstände ins Betriebsvermögen einlegen, die Kosten berücksichtigen. Wichtig ist, die betriebliche Nutzung muss mehr als 50% dann sein. Das heißt, wenn ihr Schreibtisch, müsst ihr dann wirklich in erster Linie auch geschäftlich nutzen oder das Handy, was ich dann doch in erster Linie privat geschäftlich genutzt habe und nicht mehr privat genutzt habe, das kann ich dann einlegen. Dann gibt es das ganze Thema Investitionsabzugsbetrag. Also so nächstes Thema. Investitionsabzugsbetrag. Das ist sehr, sehr interessant. Mit dem Investitionsabzugsbetrag könnt ihr nämlich Investitionen dieses Jahr noch steuerlich berücksichtigen, die ihr dieses Jahr gar nicht macht. Das heißt, wenn ihr sagt, oh, ich will mir ein neues Auto kaufen, aber es ist mir super stressig, ich kriege das jetzt nicht mehr bis Dezember hin, tatsächlich dieses Auto zu kaufen, weil ich habe keine Zeit und alles Mögliche. Oder aber auch, ihr kauft euch einen Computer und wollt das jetzt nicht machen. Oder einen Fernseher oder ein Handy oder sonst was. Ihr wollt das aber nächstes Jahr oder übernächstes Jahr oder in 3 Jahren kaufen. Das heißt, die Anschaffung bis für die nächsten 3 Jahre könnt ihr dieses Jahr schon steuerlich berücksichtigen. Und zwar, indem ihr einen sogenannten Investitionsabzugsbetrag bildet. Das heißt, ihr könnt bis zu 50% von den Kosten, die ihr habt, könnt ihr in der Buchhaltung dieses Jahr schon berücksichtigen und müsst ihr weniger versteuern. Nur mal als Beispiel, ich möchte in 2 Jahren ein Auto kaufen. Ich gucke jetzt schon mal auf die Liste und sage, was würde ich jetzt gerne kaufen? Kostet 30.000 Euro und könnte jetzt bis zu 15.000 Euro dieses Jahr schon als Kosten in meine Buchhaltung reinpacken und weniger versteuern und dann, ja, 15.000 Euro weniger versteuern und dann kaufe ich es mir halt erst in 2 Jahren. Aber ich kann das dieses Jahr schon berücksichtigen. Das nennt sich Investitionsabzugsbetrag. Umgangssprachlich kennt man das auch manchmal so ein bisschen als Ansparabschreibung. Steht auch im § 7 Einkommensteuergesetz, falls es jemand nachlesen will. Die Voraussetzung dafür, es gibt so 2 Voraussetzungen. Einmal die Voraussetzung ist die Sache, also das Investitionsgut, würde ich mal sagen. Das muss ein bewegliches Wirtschaftsgut sein. Das heißt, es gilt jetzt nicht für Immobilien beispielsweise, aber auch nicht für virtuelle Güter wie zum Beispiel so eine Domain. Falls ihr plant, eine Domain zu kaufen für 10.000 Euro, könnt ihr dafür leider keinen Investitionsabzugsbetrag bilden. Andere Voraussetzung ist quasi geknüpft an euch. Das heißt, welche Voraussetzungen müsst ihr erfüllen, damit ihr es machen könnt? Ihr dürft auch im Vorjahr nicht mehr als 200.000 Euro Gewinn gemacht haben. Und dann ist das Thema Investitionsabzugsbetrag relevant für euch. So, nächster Punkt, worüber ihr vielleicht mal nachdenken könntet, ist, weil das sehe ich einfach in der Praxis, deswegen dachte ich, nehme ich das mal auf, die Vorsteuer für noch nicht gezahlte Rechnungen ziehen. Normalerweise ist das eigentlich so, man macht so seine Buchhaltung, man trägt so die ganzen Zahlungen ein, die man so hat und sobald man das quasi eingebucht hat, weil Zufluss-Abfluss-Prinzip, ziehe ich quasi die Vorsteuer dann, wenn ich es gezahlt habe. Relativ logisch. Das heißt, ich kaufe mir jetzt ein Handy, okay, blödes Beispiel, das mache ich wann anders, ich kaufe mir ein Buch,
wisst ihr eigentlich, wie teuer diese Bücher sind? Die habe ich in erster Linie zur Deko gekauft. Ich kaufe mir dieses Buch für 100 Euro. Sind 7% Umsatzsteuer drauf. Das heißt, ich zahle es aber erst einen Monat später. Und 7 Euro, das heißt eben 7 Euro Vorsteuer. Und auch wenn ich im Dezember die Rechnung schon habe und die Leistung erbracht worden ist, weil ich es hier schon habe, und ich zahle es erst im Januar, kann ich trotzdem im Dezember schon die Vorsteuer geltend machen. Und das ist bei all diesen Ausgaben, die ihr habt. Ihr könnt alle Kosten, also alle Rechnungen, wo ihr die Rechnung habt und wo die Leistung schon erbracht wurde, könnt ihr die Vorsteuer in diesem Zeitpunkt schon geltend machen. Da gilt nämlich nicht das Zufluss-Abfluss-Prinzip. Bei der Umsatzsteuer, also der Vorsteuer, die Steuer, die euch in den Rechnungen, die ihr bekommen habt, ausgewiesen sind, die könnt ihr auch vorher schon geltend machen. Das heißt, diese Umsatzsteuerbeträge könntet ihr im Dezember separat Geld machen für eure Umsatzsteuervoranmeldung im Dezember oder halt im vierten Quartal. Und das ist natürlich relativ interessant, dass du da schon das Geld holen kannst und dir in diesem Jahr quasi schon erstatten lassen kannst. Sehr schön. Gut, dass es klappt. Zum Thema Weihnachtsfeier. Weihnachtsfeier könnt ihr dann machen, wenn ihr Mitarbeiter habt. Das heißt, für diejenigen, die Mitarbeiter haben, könnt ihr eine Weihnachtsfeier veranstalten. Und ihr könnt ihr könnt nach Steuerrecht 2 Firmenfeiern pro Jahr feiern und pro Firmenfeier 110 Euro inklusive Umsatzsteuer für jeden Teilnehmer ausgeben. Das heißt, ist wichtig, also ihr braucht erstmal Mitarbeiter, um das machen zu können, und dann könnt ihr aber trotzdem ja auch noch mehr Leute einladen. Also ihr könnt zum Beispiel mit Partner oder Familie oder noch Geschäftspartner einladen und so weiter, und dann müsst ihr quasi eine Teilnehmerliste haben. Wenn ihr 2 Mitarbeiter habt und 10 Teilnehmer habt, also ihr müsst eine Teilnehmerliste machen und könnt dann pro Teilnehmer für die Gesamtparty bis zu 110 Euro inklusive Umsatzsteuer steuerlich geltend machen. Und das gilt nur für die Dinge, die Leute direkt konsumieren. Das heißt Speisen, Getränke und Musik. Das heißt Miete für die Location, Dekoration und so weiter, die gelten auch außerhalb dieser 110-Euro-Grenze. Das habe ich in erster Linie aufgenommen, nicht weil es der große Steuerspartipp ist, sondern weil ist langsam Zeit für eine Weihnachtsfeier. Was natürlich jetzt interessant ist, kann man das Ganze auch remote machen? Grundsätzlich ja. Je nachdem muss man natürlich ein bisschen schauen, was jetzt eine Weihnachtsfeier ist. Aber wenn ihr da irgendwo eine Online-Veranstaltung macht, dann gilt das natürlich grundsätzlich auch. Was noch interessant ist, Vorauszahlung für Krankenkassenbeiträge. Weil dieses Zufluss-Abfluss-Prinzip gilt halt nicht nur in der Buchhaltung mit euren Rechnungen und Tools, die ihr bezahlt und Investitionen und so weiter, sondern auch bei euren Krankenversicherungsbeiträgen. Das heißt, die Basisversicherung für die Krankenversicherung und Pflegeversicherung werden auch dann immer in dem Jahr steuerlich relevant, zu dem sie tatsächlich gezahlt werden. Und die Basisabsicherung ist tatsächlich steuerlich unbegrenzt abzugsfähig, das heißt das, was ihr in dem Jahr zahlt. Unbegrenzt in Anführungszeichen deswegen, weil ihr bis zu 3 Jahre vorauszahlen könnt. Das heißt, das Dreifache von dem, was ihr dieses Jahr sowieso auch für dieses Jahr gezahlt habt, könnt ihr auch noch zahlen. Das heißt, ihr könnt theoretisch Krankenversicherungsbeiträge für nächstes Jahr, übernächstes Jahr und in 3 Jahren vorauszahlen und können die dieses Jahr schon voll steuerlich geltend machen. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, naja, ich habe gar keine Vorauszahlung, die ich leisten kann, und das gilt übrigens auch für alle anderen, die jetzt nur angestellt sind und vielleicht erst nächstes Jahr gründen wollen oder wie auch immer oder zufällig hier reingestolpert sind, ihr könnt Krankenversicherungsbeiträge vorauszahlen und das steuerlich geltend machen dann. Bei einigen Krankenversicherungen, vor allem private Krankenversicherungen, die geben da so tatsächlich sogar einen Rabatt, wenn ihr das vorauszahlt, also jährlich eure Krankenversicherungsbeiträge zahlt. Auch das könnt ihr machen. Das heißt, Vorteile, klar, ihr spart Steuern, ihr müsst die nächsten Jahre keine Krankenversicherungsbeiträge zahlen und eventuell bekommt ihr Nachlass. Oder ihr seid, das ist ein bisschen, da müsst ihr bei euren Krankenversicherungen nachfragen, das kann ich nicht so verallgemeinern. Bei der gesetzlichen Krankenversicherung ist das in der Regel nicht möglich. Bei vielen, vielen privaten Krankenversicherungen ist das aber möglich, weil die sich natürlich auch freuen, wenn sie die Beiträge vorher bekommen. Ähnliches gilt übrigens auch für Altersvorsorge. Und dann sind wir auch wirklich bald durch. Das Ganze mit den Sondervorauszahlungen funktioniert nicht nur mit den Betriebsausgaben und Einnahmen und mit der Krankenversicherung, sondern auch mit der Altersvorsorge. Denn du kannst auch Geld in deine persönliche Altersversicherung, Vorsorge stecken. Und die Sondervorauszahlung, da ist die Grenze sehr, 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 sehr hoch bei Altersvorsorge. Das heißt, pro Jahr sind 20.000 Euro deiner Basisrente quasi oder Rürup-Rente steuerlich begünstigt. Das heißt, wenn du jetzt dieses Jahr beispielsweise erst 8.000 Euro reingezahlt hast oder 5.000 oder 10.000, dann kannst du quasi die Differenz noch zahlen und dieses Jahr auch noch steuerlich geltend machen. Das ist teilweise auch ein großer Hebel. Muss jeder selber denken, jeder selber entscheiden, was er davon hält, von der Rentenversicherung. Ich denke mir in meinem Alter ehrlicherweise immer Geld, was ich jetzt heute dieses Jahr in die alte, also in die Rentenversicherung einzahle, wie viel kriege ich davon noch wieder zurück? Dann zahle ich mir lieber meine Krankenversicherung und meine Geschäftsausgaben voraus, als in die Rentenversicherung vorauszahle.
Aber ich will das nicht unerwähnt lassen, weil das ist auch eine Möglichkeit, wie ihr jetzt noch quasi Kosten in dieses Jahr reinzieht und sie dieses Jahr noch steuerlich geltend macht. Grundsätzlich könnt ihr steuerlich auch absetzen. Kosten für Handwerker. Das ist jetzt nichts zwingend so, aber wenn ihr zum Beispiel Eigentum habt, ich kenne das auch, da gibt es dann, keine Ahnung, die Tür, die schief hängt oder der Wasserhahn, der tropft oder der Keller, der was weiß ich was. Also man gibt es ja auch zu Hause so ein paar Sachen, die man mal so machen kann oder mal machen sollte und man schiebt die schon lange auf und man sagt, ja, so schlimm ist ja nicht. Das kann ich ja auch noch später machen. Könnt ihr euch jetzt noch überlegen, ob ihr das nicht machen lasst? Weil ihr gerade Handwerkerrechnungen sind sehr, 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 sehr interessant. Weil Kosten für Handwerker in dem privaten Haushalt können auch in der Steuererklärung geltend gemacht werden. Und zwar sind absetzbar immer vom Lohnanteil, das muss immer ausgewiesen werden, Materialanteil und Lohnanteil. Und ihr könnt bis zu 6.000 Euro quasi steuerlich berücksichtigen. Das sind 20% davon sind dann 1.200 Euro. Das heißt, ihr könnt 1.200 Euro quasi in der Steuererklärung drin haben und weniger zahlen. Und das Interessante ist, dass diese 20% fast 1:1 mit der von der zu zahlenden Steuer verrechnet wird. Das heißt, da ist die Anrechenbarkeit sehr, 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 sehr hoch, weil das in der ganzen Kalkulation von der Einkommensteuer erst relativ weit unten passiert. Wichtig ist da, es muss eine Rechnung vorliegen und ihr müsst es halt in diesem Jahr auch noch bezahlt haben. Spenden. Ihr könnt natürlich Weihnachten, feste Liebe, ihr könnt bis zu 20% euer gesamtes Einkommen als Spende ansetzen. Vollkommen egal, sei es nun noch für Hochwasser irgendwie im Westen des Landes, sei es für Flüchtlingsdinge, sei es für das Rote Kreuz, weil die in den letzten Jahren so viel tätig waren und wie auch immer, ihr wisst es selber. Grundsätzlich könnt ihr natürlich Spenden in der Steuererklärung geltend machen, spart euch eine ganze Reihe an Steuern, bis zu 20% des gesamten Einkommens ist ordentlich viel. Das sind dann so gemeinnützige, mildtätige, kirchliche Zwecke, politische Parteien gehen auch. Ihr braucht einen Spendennachweis ab 200 Euro, also alles, was drüber ist, also unter 200 Euro reicht euch ein Kontoauszug. Plus, was vielleicht interessant ist, in Katastrophenfällen, das heißt, manchmal gibt es so Katastrophenerlasse vom Finanzamt, reicht auch für höhere Spenden, reicht auch ein Kontoauszug. Und das müsstet ihr mal googeln. Ich weiß, dass es bei der Flut quasi im Westdeutschland, da wurde so ein Katastrophenerlass quasi erlassen und auch für Bayern galt das auch. Das heißt, da haben dann auch Spenden 1.000 Euro, 2.000 Euro, halt der Kontoauszug als Nachweis für diese Spende gereicht. Wenn ihr da dieses Jahr auch was gemacht habt und so, schaut mal, dass ihr das vielleicht auch steuerlich geltend macht. Ist vielleicht nicht der Hauptmotivator zu spenden, aber es ist ja auch ganz nett, wenn es sich steuerlich lohnt. Wichtig an dieser Stelle ist, ihr müsst es gibt eine 10-Tage-Regel und die müsst ihr bei fast allen Dingen, die ich so aufgezählt habe, beachten. Und zwar, wenn ihr eine Einnahmeüberschussrechnung macht und so weiter, dann müsst ihr die beachten, dann gibt es dieses Zufluss-Abfluss-Prinzip. Eine einzige Ausnahme bei regelmäßigen Zahlungen, das heißt gerade so Sachen, die ihr monatlich zahlt, also Miete, Leasingraten, Telefonversicherung, Versicherungsbeiträge und so weiter, das, was ihr wirklich regelmäßig zahlt, die aber eigentlich wirtschaftlich in ein anderes Jahr gehört. Also beispielsweise Krankenversicherungsbeiträge, die ich monatlich normalerweise zahle, und jetzt möchte ich sie einmal im Jahr zahlen fürs nächste Jahr, dann gehören sie ja eigentlich von der Logik eigentlich erst in nächstes Jahr. Ich möchte sie aber dieses Jahr schon zahlen und dieses Jahr steuerlich Geld machen. Da gilt die 10-Tage-Regel. Das heißt, Kosten muss ich außerhalb von 10 Tagen um quasi den Jahreswechsel zahlen. Das Gleiche gilt in beide Richtungen. Das heißt, auch für Kosten, die eigentlich in dieses Jahr gehören, die ich jetzt mal bedenke, dieses Jahr habe ich ja gar nicht so viel verdient. Man kann das Ganze auch umdrehen und sagen, die habe ich dann erst nächstes Jahr, berücksichtigen erst nächstes Jahr steuerlich. Kann man natürlich machen. Da müsst ihr aber 10 Tage quasi Abstand von Silvester Neujahr halten. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel auch Krankenversicherung vorauszahlen wollt und so weiter, solltet ihr das am 21. Dezember oder vorher gemacht haben, weil sonst wird das nicht mehr dieses Jahr gültig. Das heißt, bei all diesen Dingen, die ihr macht, das solltet ihr bitte vor dem 21. Dezember machen, weil diese 10-Tage-Regel schlägt sonst zu und dann muss das in der Steuererklärung quasi ins andere Jahr gezogen werden. Gilt halt bei anderen Sachen auch, einmal nur um es quasi gesagt zu haben. Wenn ihr jetzt sagt, naja, dieses Jahr habe ich eigentlich nicht so gut verdient, ich würde wiederkehrende Zahlungen lieber erst im Januar zahlen, müsst ihr dann auch 10 Tage warten und dann halt idealerweise erst ab 11. Januar zahlen. So, jetzt gibt es tatsächlich noch eine ganze Menge Fragen, über die ich drüber hinweggegangen bin. Die schaue ich mir jetzt gerne einmal an. Ich möchte euch trotzdem nur einmal ganz kurz vorstellen, was wir quasi machen, weil wir sind, also Consist Steuerberatung, ich habe das gesagt, wir sind digitaler Steuerberater speziell für Selbstständige, für Freiberufler und
Einzelunternehmen, Gewerbetreibende, und du kannst quasi alles an uns abgeben. Also sowohl Buchhaltung, Steuererklärung, alle Steuererklärungen, die ganze Beratung und so weiter. Das kannst du quasi alles an uns abgeben. Machen wir auch gerne für dich. Du findest einen Link mit allen Infos zu dem, wie wir es machen, wie das Ganze läuft und so weiter, auch in der Videobeschreibung ganz oben als kostenloses Infogespräch. Das heißt, wenn du jetzt sagst, oh, das klingt ja alles ganz schön, aber die Hälfte davon sollte doch eigentlich mein Steuerberater für mich machen, dann gebe ich dir durchaus recht und kann dir nur anbieten, wir können es auch in Zukunft für dich machen. Deswegen, das gilt natürlich für alle Mandanten unter euch, die quasi bei uns schon Mandant sind. Ihr müsst natürlich euch mit vielen dieser Dinge auch gar nicht beschäftigen, weil wir das für euch übernehmen. Das ist natürlich jetzt interessant, gerade so Vorauszahlung, Rechnungsstellung und so weiter. Können wir natürlich nicht machen. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr einfach die Contest-App einmal aufmachen, uns schreiben, ruft uns einfach kurz an, dann können wir das für euch im Einzelfall auch nochmal besprechen. Aber natürlich die ganzen Verbuchungen und 10 Tage und so weiter, das ist natürlich alles Dinge, also alles, was wir machen können, machen wir natürlich einfach auch für euch. Dennis fragt, macht ihr auch doppelte Buchhaltung oder nur EÜR? Das ist eine gute Frage, weil viele Steuerberater machen halt alles. Ich bin der Meinung, das ist nicht sinnvoll. Jeder Selbstständige lernt quasi, also jeder Unternehmer und Selbstständige lernt, man braucht eine Zielgruppe und dann kann man richtig gut für diese Zielgruppe werden. Und wir haben uns halt darauf konzentriert, Einzelunternehmen, Freiberufler zu unterstützen. Und deswegen machen wir keine doppelte Buchhaltung, tatsächlich nur Einnahmenüberschussrechnung und sind da in diesem Bereich aber natürlich dann sehr, sehr gut. Deswegen, falls du eine doppelte Buchhaltung machst, leider nicht, können wir dir leider nicht weiterhelfen. Hanna fragt, nehmt ihr auch Steuerberatung und Abnahme der gesamten Steuererklärung für Freiberufler, die international tätig sind mit Sitz in München? Ja. Also tatsächlich sind die meisten unserer Kunden irgendwie digital tätig. Also ich würde mal sagen, IT-basierte Freiberufler und Selbstständige, die da irgendwie sich in der auskennen oder grob im IT-Bereich sind, das ist, glaube ich, also wir haben eine eigene App, das ist alle, die irgendwie IT-affin sind, die sind so die meisten unserer Kunden. Und gerade in dem Bereich, ehrlicherweise, wird sehr, sehr, sehr viel international gearbeitet. Und deswegen, ja, das können wir sogar sehr gut. Tom fragt zum Thema Investitionsabzugsbetrag auch. Der Ansatz von 50% für zukünftige Anschaffungen, also Investitionsabzugsbetrag, hat mich irritiert, weil ich größere Anschaffungen doch in der Regel nicht 50% im ersten Jahr ansetzen kann. Was passiert denn bei der Anschaffung? Hast du vollkommen recht, du musst halt den Rest abschreiben. Genauso, was ich eigentlich eben gesagt habe, deswegen passt das Beispiel vielleicht ganz gut. Wenn ich nächstes Jahr ein Auto für 30.000 Euro anschaffen möchte, kann ich dieses Jahr einen Investitionsabzugsbetrag von 15.000 Euro bilden. Das heißt, ich kann 15.000 Euro dieses Jahr schon in der Buchhaltung berücksichtigen. Nicht im ersten Jahr, sondern im Jahr davor sogar schon oder bis zu 3 Jahre im Voraus. Und dann schaffst du das Auto an und dann verrechnest du es quasi. Dann hast du 30.000 Euro ja als Kosten drin, dann löst du diesen Positionen. Das ist so ein bisschen wie eine Rückstellung. Bitte das nicht so nennen, Rückstellung, das Wort kommt aus der Bilanzierung, aber ihr löst das quasi gewinnerhöhend auf, aber ihr gleicht das quasi aus und dann habt ihr nur noch nach der Anschaffung quasi direkt einen Restbuchwert von dem Auto von 15.000 Euro und dann verteilt ihr die 15.000 Euro, also nur noch die anderen 50% über die Nutzungsdauer und dann könnt ihr da die steuerlich geltend machen. Zum Thema Betriebsausgabe hat Daniel eine Frage. Er fragt nämlich, kann ich die Mitgliedschaft im Golfclub als Betriebsausgabe geltend machen, wenn ich das hauptsächlich dafür nutze, um Aufträge zu akquirieren? Die Frage ist wirklich ernst gemeint. Verstehe ich, dass die Frage ernst gemeint ist? Kann ich dir auch relativ ernst gemeint beantworten? Ja. Kannst du. Damit hast du wahrscheinlich nicht gerechnet. Was nahezu unmöglich sein wird, ist, dass du das vollständig steuerlich geltend machst. Also du wirst da quasi private Nutzung rausrechnen müssen, und das sinnvoll einzuschätzen, was jetzt wie viel Wert hat. Das ist relativ schwierig. Da solltest du unbedingt irgendwie mit dem Steuerberater vorsprechen. Aber grundsätzlich kannst du Mitgliedschaften in irgendwelchen Vereinen und so weiter, die du dafür nutzt, um Kunden zu akquirieren, wenn du es nachweisen kannst, dass dir das quasi Umsatz bringt und dass es ein sinnvolles Investment ist und nicht der Spaß und Freude so im Mittelpunkt steht, dann kannst du das grundsätzlich steuerlich geltend machen. Das ist auch generell bei allen Businessclubs und so ein Zeugs und dass man auf dem Golfplatz Kunden akquiriert. Da bist du nicht der Erste, würde ich sagen. Niklas fragt, Vermögensschadensversicherung fällt unter Betriebsausgabe? Fragezeichen. Kurze Antwort, ja. Vermögensschadensversicherung ist ja meistens so dafür da, falls du in deiner beruflichen Tätigkeit irgendeinen Fehler machst, dass dann die finanziellen Schaden, der da entsteht, abgefedert wird, ist dann in diesem Falle wäre es dann auf jeden Fall zu 100% eine Betriebsausgabe und kannst du in deiner Buchhaltung berücksichtigen. Andrea fragt, wenn ich jetzt noch einen Computer anschaffe und diesen aber in Raten bezahle, kann ich den jetzt komplett abschreiben und die Ratenzahlungen sind Betriebsausgaben? Gute Frage. Uff.
Andrea, gute Frage, ey. Also du hast ja einen gesamten, das, da müsste ich mir tatsächlich mal so ein bisschen den Vertrag angucken, aber grundsätzlich kriegst du ja eigentlich einen Kaufvertrag und dann kriegst du einen Finanzierungsvertrag für die Finanzierung und dann kannst du das in dem Jahr anschaffen. Das heißt, wenn du wirklich so das ganze Ding hast und dann am Ende das nur eine Finanzierung ist, im Sinne von, wo du dann halt die Raten abzahlst, dann kannst du das jetzt voll absetzen. Ich bin Grafikdesignerin und brauche meine Brille zum Arbeiten. Habe dieses Jahr eine neue Brille angeschafft. Kann ich sie steuerlich absetzen? Brillen kannst du sowieso steuerlich absetzen. Die Frage ist nur, kannst du sie als Geschäftsausgabe oder als in deiner privaten Einkommensteuererklärung absetzen? Es müsste schon eine Spezialbrille sein, die du nur, so eine spezielle Arbeitsbrille, die du nicht privat nutzt. Wenn du jetzt sagst, du hast eine Brille, weil ich bin sonst blind, ist ein bisschen genauso argumentiert wie, naja, ich muss mein Essen ja von der in meiner Buchhaltung berücksichtigen, weil wenn ich nichts esse, kann ich nicht mehr arbeiten und nichts mehr verdienen. Ja, nee, also da liegt der Fokus definitiv zu viel auf dem privaten Vergnügen. Wenn das jetzt aber wirklich so eine Fachbrille ist, also Fachbrille nehme ich mal, also übertragenes Beispiel nehme ich mal, wenn du so eine Schweißerbrille hast, brauchst du natürlich nicht als Grafikdesignerin, aber das wäre zum Beispiel eine Brille, von der man ausgehen könnte, dass du sie privat eher seltener trägst. Das heißt sowas. Und ich weiß tatsächlich auch, habe ich nicht, aber mein Papa ist Goldschmied, der hat jetzt keine Brille, aber ich weiß, dass einige Kollegen von ihm, die gerade so Uhrmacher, Goldschmied, die so super feine Sachen machen, die haben auch spezielle Brille, mit denen sie halt einfach das Sehen, was sie da machen. Das sind auch nicht Brillen, die du privat nutzt und trägst. Von daher, die könnte man als Betriebsausgabe absetzen, die trägt man aber auch nicht privat. Wenn du jetzt einfach nur eine Brille hast, ja, die kannst du steuerlich berücksichtigen, weil du kannst sie als außergewöhnliche Belastung auch in der Einkommensteuererklärung berücksichtigen, aber halt nicht als Geschäftsausgabe. Kai fragt, gibt es auch Rückstellungen oder Ähnliches für Mitarbeiter und Gehälter für das kommende Jahr, die man bereits im laufenden Jahr abziehen kann? Also wenn es freie Mitarbeiter sind, wenn jetzt Angestellte, weil wir vorhin die Unterscheidung haben, bei freien Mitarbeitern ist genau das Beispiel, was ich genannt habe. Du kannst natürlich einfach sagen, schick mir mal schon mal eine Rechnung für nächstes Jahr, das kannst du machen. Aber für Angestellte gibt es die Möglichkeit so nicht. Zum Thema Verpflegungs- und Mehraufwand gab es noch eine Frage. Möbellift Halle hat gefragt, bin täglich mindestens 7 Stunden auf Besichtigung bei Kunden. Zählt das auch? Also mindestens 8 Stunden ist der Benchmark, also die Grenze, die wichtig ist, aber die gilt von Haustür zu Haustür. Das heißt, wenn du dein Haus, also wenn zu Hause deine Tätigkeitsstätte ist, und du bist 7 Kunden beim Kunden und du fährst pro Fahrt 1 Stunde, dann bist du ja 9 Stunden unterwegs. Also du musst das zählen, wie lange du quasi weg bist. Das ist entscheidend. Das heißt, wenn du wirklich 7 Stunden beim Kunden bist oder auf Besichtigung bei Kunden bist, dann kann das sein, dass du über 8 Stunden bist. Aber das ist entscheidend. Bist du 8 Stunden mindestens weg? Contech fragt zum Thema Verpflegungsmehraufwand. Was muss man alles nachweisen bei deinem Verpflegungsmehraufwand? Reicht ein Beleg für ein Essen zum Beispiel, wenn man mehrere Wochen unterwegs ist? Nein, du musst tatsächlich für die Kosten gar nichts nachweisen. Das ist das Schöne. Das Einzige, was du nachweisen musst, ist, dass du tatsächlich unterwegs warst. Das ist das ganz Schöne. Du musst deine eigene Verpflegung gar nicht irgendwie dokumentieren. Das heißt, du kannst auch, selbst wenn du gar nichts ausgibst, kannst du es trotzdem absetzen. Was du tatsächlich nachweisen musst, ist, wie lange du eigentlich da unterwegs bist. Und das solltest du dokumentieren. Da gibt es ja unter diesem Video einmal das Formular, das kannst du ausfüllen. Normalerweise wirst du ja auch irgendwie deine Fahrten nachweisen. Das heißt, entweder hast du ein Fahrtenbuch für dein Auto oder du hast ein Bahnticket oder sonst was. Irgendwas, wie du nachweisen kannst, dass du tatsächlich so lange unterwegs warst. Aber schau dir mal das Sheet an, was ich unten verlinkt habe. Das sollte eigentlich ein bisschen selbsterklärend sein. Hoffentlich. So. Zum Thema Homeoffice gibt es noch eine Frage. Wenn ich 50-50 zu Hause und beim Kunden arbeite, greift dann Homeoffice und Kilometerabrechnung? Ja, dann ist halt je nachdem, wo du gearbeitet hast. An den Tagen, an denen du zu Hause gearbeitet hast, kannst du dann für die Tage dann das Homeoffice absetzen. Und wenn du im Kunde bist, dann kannst du die Kilometerabrechnung eventuell auch den Verpflegungsmehraufwand absetzen. Also das schließt sich nicht aus. Nächste Frage. Wer macht das bei Contest mit der Homeoffice? Abgetrenntes Office-Pauschale. Muss ich da beim Support anfragen oder wird es automatisch von euch angewendet? Bist du Mandant bei uns, Sebastian? Wenn du Mandant von uns bist, dann werden wir hundertprozentig, sobald wir die Steuererklärung erstellen, nochmal genau darüber reden. Wichtig da ist, wenn du ein abgetrenntes Büro hast, dann würde ich dir dringend empfehlen, nicht die Pauschale, oder wir gucken natürlich, was günstiger ist, aber in allermeisten Fällen ist es deutlich günstiger, die anteiligen Mietkosten, anteiligen Nebenkosten und so weiter, die abzusetzen und nicht die Pauschale, weil die Pauschale ist halt gedeckelt auf 600 Euro. Wenn du jetzt aber sagst, du zahlst keine Ahnung, wie viel Miete man zahlt,
je nachdem, wo du wohnst. In Berlin kriegt man nichts unter 1000 Euro gefühlt. Und du hast 25, machen wir ganz einfach, 100 Quadratmeter Wohnung, 1000 Euro Miete, dein Arbeitszimmer sind 25 Quadratmeter. Dann kannst du hingehen und sagen, 25% von meinen Mietkosten sind, also 25% von meinen Mietkosten sind quasi fürs Arbeitszimmer. Und dann kannst du 25% nehmen von deinen Nebenkosten, von deinen Mietkosten und so weiter. Und nur bei den 1000 Euro Miete bist du ja schon bei 250 Euro im Monat. Das heißt, du bist bei 3000 Euro im Jahr. Das ist deutlich höher als die Pauschale. Und das macht natürlich steuerlich viel mehr Spaß. Genau, und das kann man natürlich laufend in der Buchhaltung machen, also du könntest dir zum Beispiel das mal ausrechnen. Wenn du Mandant bist, sehe ich gerade, du bist Mandant, schreib uns gerne mal, dann können wir so ein Excel-Ding geben und dann können wir mal gucken, ob du dir nicht auch monatlich einfach vielleicht per Dauerauftrag einfach selbst quasi das zahlst und wir das dann in der laufenden Buchhaltung schon berücksichtigen. Ist ehrlicherweise steuerlich erstmal kein Unterschied, ob wir es einmal im Jahr machen oder monatlich. Wenn du es gerne monatlich machen möchtest, schreib uns einfach mal kurz in der Kontist-App und dann quatschen wir mal darüber, wie wir es am besten machen können. Ansonsten würden wir es quasi mit der Einkommensteuererklärung zusammen einmal machen. Aber genau, die Pauschale wird, waren jetzt ausgedachte Zahlen, die Pauschale ist in den seltensten Fällen günstiger. Zum Thema Homeoffice. Freiheitspodcast schreibt, im privaten Eigenheim, in einem privaten Eigenheim ein Arbeitszimmer zu haben, kann sehr schnell steuerlich schädlich werden. Das ist ein bisschen komplexer, das Thema. Das heißt, wenn ihr eine eigene Immobilie habt und darin Arbeitszimmer habt, kann das tatsächlich ein bisschen komplizierter sein, weil es kann durchaus, also nur um euch einen Überblick zu geben, Freiheitspodcast, um deine Frage direkt zu beantworten, ja, es kann schwieriger werden, es kann irgendwie ein bisschen doof werden. Deswegen in dem Fall bitte unbedingt irgendwie mit dem Steuerberater quatschen oder sowas. Das sprengt hier definitiv den Rahmen. Könnt euch natürlich auch zurecht googeln, wenn das ein super relevantes Thema für ganz viele ist, kann ich auch mal ein Webinar nur dafür machen. Kann deswegen schwierig werden, weil wenn jetzt das Arbeitszimmer plötzlich in dein Betriebsvermögen gehört und ihr verkauft das Auto plötzlich, dann verkauft ihr zum Teil Betriebsvermögen, dann ist es plötzlich steuerlich, was sonst steuerfrei gewesen wäre und keine Ahnung, aufteilen, blöd. Also da gibt es viele Dinge, die man denn beachten muss, die man halt bei einem gemieteten Wohnraum nicht hat. Und das ist so ein bisschen doof an dem Eigentum, wenn man da ein Arbeitszimmer drin hat. Max fragt, kann ich meinem Bekannten etwas spenden, wenn er mir was am Haus geholfen hat? Max, ich finde den Gedanken sehr schön. Du kannst deinem Bekannten gerne Geld geben. Der freut sich mit Sicherheit auch darüber. Du musst darauf in der Regel auch keine Steuer, also je nachdem, wie viel Geld du ihm geben willst. Das heißt, du kannst ihm gerne was schenken. Das ist aber steuerrechtlich denn eher eine Schenkung als eine Spende. Eine Spende ist etwas, was wirklich an gemeinnützige, kirchliche, wohltätige Zwecke geht, politische Zwecke geht. Und solange dein Bekannter keine Gemeinnützigkeit hat oder eine politische Partei ist und so weiter, kannst du sie zumindest nicht in der Steuererklärung als Spende geltend machen. Gilt übrigens auch für alle Leute, die so häufiger im Internet unterwegs sind und sich irgendwelche Streamer angucken und sowas. Da wird auch immer von Donations geredet und so weiter. Das sind nach steuerrechtlich gesehen keine Donations. Das sind keine Spenden, die ihr steuerlich geltend machen könnt. Gibt es eine bestimmte Gewinnsumme, in der es Sinn macht, weitere Ausgaben und Spenden zu tätigen, um Steuern zu sparen? Oder macht es immer Sinn, wenn man Anschaffungen eh braucht? Ja, genau so kann man sagen. Also am Ende kann man schon sagen, je mehr Einkommen ihr habt, desto mehr macht es steuerlich Sinn. Also wenn du beispielsweise nur 10.000 Euro Gewinn machst, dann ergibt das nicht wahnsinnig viel Sinn, weil du dann in der Regel keine Steuern zahlst. Und dann kannst du auch keine Steuern sparen. Wo nichts gezahlt wird, kannst du auch nichts sparen. Weil du ungefähr 10.000 Euro exakt genau 9.744 Euro ist der Grundfreibetrag, das heißt die ersten 9.744 Euro musst du sowieso nicht versteuern. Aber für jeden individuell von euch, es ergibt immer dann Sinn, Geld, also Kosten zu haben und dann zahlst halt weniger Steuern, weil für die einen sind halt 200 Euro Ersparnis viel, für die anderen sind 2.000 Euro nicht viel. Von daher kann ich dir jetzt nicht sagen, was sich lohnt, aber grundsätzlich würde ich sagen, wenn es Sinn ergibt, kannst du es machen. Es gibt jetzt keine Grenze, wo du sagst, okay, ab dann lohnt es sich erst, wirklich. So, kommen wir nochmal zum PKW. Elke schreibt, wenn ich ein Betriebsfahrzeug habe und es für einen Notfall, zum Beispiel meiner Tochter borge, kann ich die Kilometer dann rausrechnen, bekomme dafür ja kein Geld. Wenn ich ein Betriebsfahrzeug, ja genau, musst du sogar machen. Das ist der einzige, also genau das sind so Fälle, wenn du Betriebswagen auch privat nutzt, wie zum Beispiel deine Tochter, das ist ja ein Privatzweck, außer sie ist angestellt bei dir, aber gehe ich mal nicht davon aus. Dafür rechnet man genau die private Nutzung raus. Das kannst du mit einem Fahrtenbuch machen oder mit der 1%-Methode. Und genau dafür macht man das. Und also wenn du Fahrtenbuch hast, schreibst halt einfach Privatfahrt rein und dann ist der Drops gelutscht. Bei 1%-Methode musst du gar nichts groß nachweisen, kannst du einfach machen. Das ist quasi so eine Pauschalversteuerung, ist in vielen Fällen nicht günstiger, um ehrlich zu sein.
aber halt einfacher, weil du nicht mehr alle Fahrten einzeln aufschreiben musst. Geschenke, zum Thema Geschenke nochmal 42, eine Frage, wie verhält es sich mit Tankgutscheinen eventuell als Weihnachtsgeschenke? Klar, also was du schenkst, ist egal. Es gibt nur Grenzen, dass du über 35 Euro, also Geschenke über 35 Euro an Geschäftspartner steuerlich nicht als Geschäftsausgabe absetzen kannst. Das ist da halt so der Fall. Aber was du schenkst, kannst auch gerne Tankgutscheine verschenken. Ich möchte meinen Kunden Weihnachtsgeschenke, Kalender, Tagebuch geben. Kann ich diese steuerlich absetzen? Bis 35 Euro Kosten. Kannst du denn machen? Eine Frage von Uli. Was ist von den Konzepten zu halten, Steuern über Gesellschaftskonstrukte zu sparen? Genossenschaften, etc. sollen Steuerlast drastisch senken. Puh, kann man machen? Ist mehr Verwaltungsaufwand. Also ja, es gibt Möglichkeiten, wie du über Holding, Holdingstrukturen, Stiftungen, Genossen, was weiß ich, da gibt es eine ganze Reihe auch an Leuten, die da sich darauf spezialisiert haben, ist meistens sehr viel Verwaltungsaufwand. Also was du, wenn du dich damit beschäftigst, ich habe das eine ganze Weile bei KPMG gemacht, also das, was ich bei KPMG gemacht habe, ist quasi das für größere Gesellschaften optimiert. Da solltest du unbedingt immer mit rein, oh sorry, mit reinberechnen solltest du bitte unbedingt immer die Kosten, die die Verwaltung trägt und das Rechtsrisiko, was du da hast, wenn sich da irgendwelche Gesetze ändern und so weiter. Das heißt, du wirst meistens, wenn du komplexe Konstrukte hast, immer Berater brauchen. Das heißt, du brauchst immer irgendwie Notare, Rechtsanwälte, Steuerberater, die dir bei Änderungen dann helfen und diese Kosten musst du dann immer mit reinrechnen. Wenn du am Ende 10.000 Euro Steuern sparst, aber dafür 15.000 Euro an Zusatzkosten für Rechtsanwälte und Steuerberater hast, dann lohnt sich das halt nicht. Das heißt, da musst du wirklich schon hohe Beträge haben. Denn lohnt sich jetzt damit zu beschäftigen. Das werden wir heute gemeinsam nicht mehr in Gänze erörtern. Aber grundsätzlich kann man durch Gesellschaftsstrukturen Steuern sparen. Das soweit kann man schon mal sagen. Die Frage auch da ist immer, macht es betriebswirtschaftlich Sinn oder nur steuerlich? Steve Morris, zweite Frage. Corona-Hilfen, Rückzahlungen können auch steuerlich abgesetzt werden oder? Corona-Hilfen, das heißt, wenn du sie zurückbezahlst. Grundsätzlich sind Corona-Hilfen ja sind gar nicht steuerfrei. Umsatzsteuerfrei sind sie gewesen, aber sie haben dann quasi Gewinn erhöht. Und dann ist die Rückzahlung quasi reduziert auch wieder deinen Gewinn, ja. Also, das kann man sich sowieso merken. Wenn du Rückzahlungen hast, dann du musst halt die Erstattung, also beides gleich steuerlich bewerten. Wenn dir Geld zufließt und es ist steuerpflichtig, dann ist das Gleiche, wenn es wieder zurückfließt, auch steuermindernd. Ist relativ easy, würde ich mal sagen. Das Gleiche gilt auch bei Dingen, die du verschickst. Ich sehe das immer mal wieder, macht ihr bitte nicht. Wenn ich mir zum Beispiel einen Laptop kaufe, ich gebe 2.000 Euro aus für einen Laptop und buche das als Geschäftsausgabe und dann schicke ich den zurück und kriege eine Erstattung und die Erstattung nehme ich auf mein Privatkonto. Macht das nicht. Das heißt, wenn ihr was betrieblich kauft und die Kosten betrieblich habt, dann sind die Einnahmen auf der anderen Seite auch wieder betrieblich. Also die Rückerstattung. Das Gleiche gilt übrigens auch so bei so Deutschlandcard und PayDirect und auch tatsächlich Meilen sammeln und so weiter. Wenn ihr betrieblich Cashbacks bekommt oder Bonus bekommt aufgrund von Dingen, die ihr betrieblich an Kosten habt, dann sind die Einnahmen und die Vorteile, die ihr dadurch gewinnt, auch betrieblich. Und dann müsst ihr die auch betrieblich einsetzen. Und wenn ihr die nicht macht, nur mal ein simples Beispiel, wenn ihr lauter Punkte sammelt irgendwie, weil wegen betrieblichen Ausgaben, und dann kriegt ihr dadurch irgendeinen Cashback, dann könnt ihr diesen Cashback nicht steuerfrei in eure Tasche stecken, weil den habt ihr ja quasi erwirtschaftet mit eurer betrieblichen Tätigkeit. Kochen mit Katharina schreibt, kurze Frage zu vorgezogenen Kosten. Wenn ich monatlich einen bestimmten Betrag an Texterin leiste, die ich jetzt 6 Monate im Voraus zahle, ist es egal, ob die Leistung erst in 2022 erbracht wird? Ja, exakt. Genau das meine ich mit Vorauszahlung. Perfektes Beispiel, genau das meine ich, ist auch egal, kannst du denn dieses Jahr schon steuerlich berücksichtigen. Georg schreibt, kann ich ein E-Fahrrad absetzen, wenn ich damit zum Kunden fahre? Ja, Betriebsfahrrad ist ein Riesenthema, tatsächlich ein großes Thema. Kann auch da im Zweifel immer sein, den Privatnutzungsanteil rausrechnen, aber grundsätzlich kannst du sowas als Betriebsfahrrad anschaffen. So, vielen, 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 vielen lieben Dank für alle Leute, die jetzt noch da sind. Ihr seid der Wahnsinn. Abonniert den Kanal, wir veröffentlichen 3 bis 5 Videos pro Woche. Und wenn ihr einen Steuerberater braucht oder einen Freiberufler kennt, der zufälligerweise gerade einen Steuerberater braucht, dann empfehlt ihn doch bitte die Kontist Steuerberatung. Und ansonsten tatsächlich, wenn ihr jetzt sagt, oh Mensch, der hat so lange durchgehalten, ich möchte mich gerne mal ein bisschen bedanken und so weiter. Danke euch. Ciao, ciao.